Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 17. März. Mein Name ist Carlos Martins und ihr hört uns live aus dem Traders Club Trainingraum für unseren letzten Trade für dieser Woche. Heute ist Verfallstag im DAX und hier auch nochmal Risiko. Einschätzung von meiner Seite. Es kann sehr volatil heute Morgen werden, das heißt rauf, runter. Es kann aber auch sehr ruhig werden bis zum Verfallstag. Alles kann passieren. Deswegen auch hier, wer das Risiko scheut, sollte heute vielleicht rausbleiben aus dem Markt. Ja, oder das auch für unser Protokoll hier, für unser Trading-Logbuch hier. Wir werden es trotzdem hier traden, aufgrund der Stabilität zu schauen, was passiert heute hier an dem Verfallstag mit unserer Strategie. Und wir haben heute eine Box von 30 Punkte. Das heißt, der DAX hat 30 Punkte jetzt in den ersten 54 Minuten Range gemacht. Wir werden diese Box verkleinern. Ich werde hier mal kurz auf den Minutenchart einmal wechseln. Und wir werden dann einmal schauen, dass wir hier unsere Linien platzieren. So. Wird hier eingepasst. Dort oben ist die Buy Stop Order. Da unten wäre die Sell Stop Order. Das heißt, wir gehen mit 25 Punkten rein ins Rennen um die 50er Marke herum. Und passen das Ganze an und schalten das Ganze dann jetzt scharf. Das heißt, wir gehen long bei 12.050 und short bei 12.025 Punkten. So, und wir hören uns dann gleich bei der Markteröffnung. So, der Kurs hat uns jetzt kurz vor 9 Uhr in ein Kaufsignal reingebuxiert. Das heißt, wir sind jetzt long, sieht aber eher nach Short aus. Gucken wir mal, was die Märkte jetzt um 9 Uhr direkt machen. Also Trade Nummer 1 aktiviert und ich melde mich dann gleich nochmal. Es ist 8 Uhr, jetzt direkt 9 Uhr. Jetzt machen wir die Markteröffnung gemeinsam mal und blicken dann hier mal auf die Kursentwicklung. Ich mache die Kerze mal ein bisschen größer. So, es ist 9:07 Uhr und wir sehen, der Markt geht jetzt in die andere Richtung. Trade Nummer 2 aktiviert. Unser Gewinnziel liegt bei 12.011 Punkten. Da muss er also jetzt hinmarschieren. Und wie erwartet heute der Verfallstag. Ein Gezappel heute Morgen erst einmal. Meld mich dann gleich nochmal. Kurzes Update. Es ist 9:15 Uhr und der DAX kämpft so ein bisschen um die Marke jetzt bei 12.029 Punkte. Nicht Fisch, nicht Fleisch aktuell. Ja, der Markt hat sich noch nicht so richtig entschieden. Wie gesagt, zur Wiederholung, wir haben heute Verfallstag und da ist also alles möglich. Da sind dann auch andere Players jetzt mit am Markt, die jetzt den Kurs da in die eine oder andere Richtung drücken möchten, bis zum Verfallstag heute Mittag. Ich melde mich gleich nochmal. Es ist 9:17 Uhr und wir sehen, wir haben soeben neue Tagestiefs erreicht. Und nochmal, unser Gewinnziel liegt bei 12.011 Punkten. 9 Punkte brauchen wir hier noch. So, das nächste Update, 9:55 Uhr und wir sind in Trade Nummer 3. Also der listiert sich jetzt hier. Und ihr wisst ja, aus den Videos ab Trade Nummer 4 müssen wir dann schon schauen, dass wir das dann sonst abhatchen hier, die Situation. Wie zu erwarten, ich habe das vorhin ja auch mehrmals erwähnt, am Verfallstag sollte man sich eigentlich raushalten aus der ganzen Geschichte, dann erspart man sich jetzt hier dieses Geplänkel. Ich melde mich gleich nochmal. Gewinnziel nach wie vor bleibt dann hier oben auf der 12.064 auf der Oberseite. Bis gleich. So, ein Klassiker 10:01 Uhr und wir gehen hier oben raus. Es fehlen noch ein paar Punkte. 10.062. So, und da oben wäre dann unser TP.
Und ihr seid live dabei. Gewinnziel erreicht. Und somit auch hier mit der Strategie heute an dem ja, Verfallstag, wo es denn doch, gerade was die Kritiker betrifft, oh Mensch, so eine Strategie, irgendwann hängt sich das Ganze auf. Ja, hier nochmal mit unserem Setup 2010 den Trade in den Gewinn gebracht. Ich zeichne kurz mal die Trades nochmal ein. Wir haben die Box ja heute etwas kleiner gemacht. Ja, das wäre die Range hier gewesen. So, wir haben Trade Nummer 1, Long, Trade Nummer 2 und dann Trade Nummer 3. Und ihr seht, dann übernimmt ja für uns ab den ersten Trade die Software die Arbeit. Und wir sind im Trade Nummer 3 hier oben ausgestiegen. Und in dem Moment werden alle Positionen geschlossen. Die Short-Position, also fallenden Kurs, die offen sind, mit Verlust und die beiden Long-Position mit Gewinn. Summa summarum bleibt unterm Strich eben halt der Gewinn und wir schließen diesen Trade dann auch mit Plus wieder ab. Wünsche euch ein schönes Wochenende und ich werde am Wochenende dann auch noch mal einen Wochenrückblick bezüglich der Devisentrades machen, die wir im Live-Trading-Raum auch machen. Ihr seht ja immer hier nur für die Nicht-Club-Mitglieder den DAX-Trade. Wünsche euch dann ein schönes Wochenende.